Ich habe es ja nicht mehr daran geglaubt, aber wir haben offensichtlich eine Banlist bekommen. Und das heißt, wir gehen einmal drauf und gucken mal, was Konami so getrieben hat. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, denn das könnte sehr interessant werden. Let's go. Also, erstmal. No, 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 no way. No, no. Okay, also wir fangen erstmal an mit Cyberstein. Cyberstein ist verboten. Das ist schon mal krass. Und ich habe da gerade schon einen Spoiler gekriegt. Super Heavy Samurai Scarecrows verboten. Das ist wirklich das neue Deck direkt so. Aua. Aua, aua, aua. Das tut weh. Das tut richtig weh für das Deck. Aber ich beschwere mich nicht. Diablosis ist auch verboten. Dankeschön. Endlich ist die Karte weg. Die Karte will niemand sehen und weg ist die Karte. Ja, Mann. Bis jetzt 10 von 10. A Pointer ist auch endlich verboten. Ja, die Karte auf 1 war auch richtig random. Guter Call. Ja. Machen wir so. Branded Expulsion. Sie haben es wirklich gemacht. Sie haben die Expulsion gebannt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Okay. Was ist denn los? Blaster ist zurück auf 1. Das heißt, das waren alle Bans. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Dann haben wir Circulus auf 1. Oh mein Gott, dass wir das Deck halt so viel schlechter machen. Ey, ich hab da richtig Bock drauf. Aber die werden sich beide auf jeden Fall auch killen. Ich hab das so ein Gefühl. Gamma ist auf 1. Ich war ja nie ein Riesenfan von Gamma, aber das feiere ich. Gamma ist so eine dumme Handtrap. Gamma auf 1, Killer. Denglong ist zurück. Okay. Aber Gamma auf 1 ist schon böse. Aber Circular ist auch krass. Was haben wir noch? Arisan ist auf 1. Yes, Mann. Aber das heißt, nur, wenn die nur Arisan machen, ist schon beschissen. Delicious Memory ist auch auf 1. Die haben ja rundum geschlagen. Das heißt, die werden später auf jeden Fall auch töten. Sacred Tree ist auch auf 1. Die haben ja so einen Rundumschlag gemacht. Orange Light wieder auf Semi-Limited. Das macht Rytron besser. Das gefällt mir gar nicht. Unicorn ist auf 2. Kein Diablosis mehr. Eine Rysard, 2 Unicorns. Lightning Storm ist auf 2? Hä? Why? Die hat gerade keiner gespielt. Da ist offensichtlich jemand ein Labyrinth-Fan. Runic Fountain auf 2, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Weil die hat man ja eh nur zweimal gespielt. Das macht ja keinen Sinn. Engage ist zurück auf 2. Oh, wir werden Strike auf jeden Fall auf der DM sehen. Spite Charter auf 2. Da wird wahrscheinlich auch dann der Blue landen. Steam the Cloak, nicht mehr länger auf der Liste. Birdman, nicht mehr auf der Liste. Samsara Lotus, nicht mehr auf der Liste. Okay. Quick Fix, nicht mehr auf der Liste. Starling, nicht mehr auf der Liste. Okay. Draco Facehop, okay. Kann auch untergehen. Multiroll, nicht mehr auf der Liste. Richtig. Und das war's. Das war die Banlist. Also erstmal, Super Heavy Samurai hat einen richtig, richtig krassen Hit bekommen. Ich glaube, die trifft das am härtesten. Cyberstein, damit ist die Variante weg, wo die halt Naturi Exterior machen. Und der Scarecrow, das Ding 1 Monster,
Das tut richtig weh. Das tut wirklich richtig weh. Sprite ist gut weggekommen mit dem Starter auf 2. Das ist trotzdem nicht so geil, aber es tut nicht so weh. Gamma ist richtig krass, dass die wirklich auf 1 gegangen ist. Das kann man natürlich auch als Hit für Sprite sehen, aber ich habe die jetzt persönlich selber auch gar nicht gespielt. Die haben Fenrir nicht angefasst, wenn ich gut finde. Die haben Unicorn auf 2 gesetzt. Das macht Kashira trotzdem zum immer noch besten Deck. Striker hat wieder einen zweiten Engage, das ist richtig gut. Der Fountain auf 2 macht halt gar keinen Sinn. Also der macht wirklich halt legit gar keinen Sinn. Aber die haben den Sacred Tree auf 1 gesetzt. Das heißt, du hast nicht so oft mehr die Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, die haben Naturia auch geschwächt. Aber alle anderen Varianten sind gut spielbar. Wenn wir jetzt eine Recursion von Runic sehen, weil Runic hat halt wirklich halt nichts verloren. Und Poli hat nur Delicious Memory auf 1 gesetzt bekommen. Das heißt, sie können das nicht mehr so einfach suchen. Das ist ganz wichtig. Also ich persönlich bin mit der Banlist richtig happy. Ich kann Sprite immer noch spielen. Das wird wahrscheinlich meine Entscheidung für die DM ein bisschen leichter machen, weil ich nicht mehr so krass den Gamma fürchten muss. Ich glaube, Super Heavy Samurai wird trotzdem noch ein Thema sein, weil das Deck wirklich gut ist. Poli wird auf jeden Fall eins der besseren Decks werden, weil der Delicious auf 1, die macht zwar ein bisschen was, die wird aber jetzt das Deck nicht killen, weil ihr habt noch genug andere Karten, die das gleiche machen, nämlich aus dem Deck-Specialen. Klar, mit der könnt ihr Plump machen, das ist gut, aber das ist das Einzige, warum die Karte halt wichtig war. Das mit Runic auf 2, das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass Runic halt wirklich halt nichts gefressen hat. Kein Tipp auf 1, kein Exemons auf 1, nur der Fountain auf 2, den man eh nur auf 2 gespielt hat. Das macht halt wirklich keinen Sinn. Aber ich muss wirklich sagen, die haben hier mehr angefasst, als ich persönlich erwartet habe. Und das mag was heißen, denn ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die wirklich so ein paar kleine Sachen machen, so 2-3 Veränderungen, aber die haben wirklich rundum einmal wirklich schön was gesagt. Ich hätte aber nicht erwartet, dass die wirklich Super Heavy Samurai jetzt schon irgendwas hitten. Klar, es waren keine High-Value-Karten in dem Set drin, das heißt, da fliegt Konami jetzt kein Geld mit. Hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass die das wirklich machen. Weil damit wird das Deck halt so viel schlechter. Das ist halt der Wahnsinn. Das ist halt wirklich der Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, lasst mir mal eure Gedanken zu der Banlist in den Kommentaren da, was ihr dazu sagt. Ich bin happy mit der Banlist. Ich finde, Konami hat einen semi-guten Job gemacht. Nicht den besten, den man hätte machen können. Aber einen semi-guten Job gemacht. Das war's für mich für heute. Bis zu dem.